Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Mach dich auf einen Tag voller geistiger Aktivität gefasst, Fische! Denn dein Geist brummt vor Gedanken und Ideen. Die himmlische Energie, die dich umgibt, beflügelt deine Fantasie und regt deinen Intellekt an. Es kann sein, dass du vor Kreativität und innovativen Lösungen für Probleme nur so strotzt. Es ist, als ob ein Scheinwerfer auf dich gerichtet ist, der deine intellektuellen Fähigkeiten hervorhebt und dich dazu antreibt, deinen geistigen Horizont zu erweitern. Im Laufe des Tages wirst du feststellen, dass deine Sinne geschärft sind und du die Welt mit größerer Klarheit wahrnehmen kannst. Nutze die Gelegenheit, um dich mit deinen Sinnen zu verwöhnen und die Schönheit um dich herum zu genießen. Lass deine Füße deiner Nase folgen und gönne dir ein köstliches Essen mit einem besonderen Menschen. Geschmack, Berührung und Körpersprache werden zu mächtigen Kommunikationsmitteln, die die Grenzen von Worten überschreiten. Während du in der Welt der Ideen und des persönlichen Wachstums schwelgst, ist es wichtig, auch auf dein Wohlbefinden zu achten. Nimm dir einen Moment Zeit, um über deine Beziehung zu dir selbst nachzudenken. Stehen Selbstfürsorge und Selbstliebe bei dir an erster Stelle? Pflege deinen Körper und deinen Geist, indem du dich mit Aktivitäten beschäftigst, die dir Freude und Vitalität bringen. Probiere neue Übungen aus oder verjunge deine Routine mit einer monatlichen Massage. Und vergiss nicht, dass auch unkonventionelle Übungen wie Kopfstand deinen Blutkreislauf anregen und dein Immunsystem stärken können. Inmitten des mentalen Trubels kannst du auf deinem Weg auf Hindernisse und Straßensperren stoßen. Es kann sich so anfühlen, als würde jemand absichtlich versuchen, deinen Fortschritt zu behindern. Aber lass dich davon nicht abschrecken. Nutze deine natürliche Kreativität und Problemlösungskompetenz, um alternative Wege zu finden und Herausforderungen zu umgehen. Denke daran, dass Rückschläge auch Chancen sind. Sie stellen deine Widerstandskraft und Stärke auf die Probe und machen dich stärker und entschlossener. In deiner Karriere solltest du der Versuchung widerstehen, deine Projekte und Ideen geheimnisvoll oder zurückhaltend zu präsentieren. Vertraue auf das unterstützende Umfeld um dich herum und teile deine Vision mit Zuversicht. Arbeite mit anderen zusammen, denn sie sind da, um dich zu unterstützen und zu fördern, nicht um deine Bemühungen zu untergraben. Wenn du eine offene Kommunikation und Zusammenarbeit förderst, kannst du größere Erfolge erzielen. Im Laufe des Tages solltest du dich auf unerwartete Wendungen in deinen sozialen und romantischen Beziehungen einstellen. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten deutet darauf hin, dass das, was zunächst wie Störungen oder Abweichungen von deinen Plänen aussieht, in Wirklichkeit zu positiven und transformativen Ergebnissen führen kann. Lass dich überraschen und erlaube dem Universum, dich zu tieferen Verbindungen und neuen Erfahrungen zu führen. Bleib aufgeschlossen und anpassungsfähig, dann wirst du vom Ergebnis vielleicht angenehm überrascht sein. Am Nachmittag verstärkt sich die Opposition zwischen Mars und Saturn, wodurch emotionale Wunden verstärkt werden und Fragen des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls in den Vordergrund rücken. Diese Energie kann Momente der Gereiztheit auslösen oder eine Tendenz, sich aus Konfrontationen zurückzuziehen. Es ist wichtig, dem Drang zu widerstehen, vor schwierigen Situationen zu fliehen und ihnen stattdessen mit Mut und Einfühlungsvermögen zu begegnen. Sieh dir die Verletzungen der letzten Zeit genau an, denke darüber nach, wie sie sich auf dich ausgewirkt haben und überlege, wie du heilen und wachsen kannst. In dieser Zeit der Introspektive kannst du anhaltende emotionale Wunden aufarbeiten und auf gesündere Beziehungen hinarbeiten. Denk daran, Fische, die heutigen Herausforderungen sind Gelegenheiten für persönliches Wachstum und Selbstentdeckung.
Mach dir deine intellektuellen Fähigkeiten zunutze, beschäftige deine Sinne und überwinde Hindernisse mit Kreativität und Ausdauer. Gib deiner Selbstfürsorge Vorrang und pflege deine Beziehung zu dir selbst, teile deine Ideen und arbeite mit anderen in deinem Beruf zusammen. Lass dich auf das Unerwartete in deinen Beziehungen ein, denn du weißt, dass sie das Potenzial für tiefgreifende Veränderungen haben. Und wenn du mit emotionalen Wunden zu kämpfen hast, gehe sie mit Mut und dem Willen zum Wachstum an. Wenn du diese Gelegenheiten wahrnimmst, wirst du mit Anmut, Weisheit und einem gestärkten Selbstbewusstsein durch den Tag gehen. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Karte der Wagen verkörpert den Geist des Sieges und den Triumph des Willens über Hindernisse. Ihr Bild strahlt Zuversicht, Kontrolle und den Willen aus, Herausforderungen auf dem Weg zum Erfolg zu meistern. Wenn der Wagen eine Lesung ziert, bedeutet das eine Zeit des Fortschritts, der Entschlossenheit und des starken Vorwärtsdrangs in deinem Leben. Heute ist ein Tag, an dem du deine innere Stärke nutzen, klare Vorsätze fassen und dein Leben in die Richtung deiner Träume lenken kannst. Die Karte der Wagen ruft dich dazu auf, deinen inneren Krieger zu umarmen und dich den Herausforderungen zu stellen, die auf dich zukommen. Sie ermutigt dich, konzentriert, diszipliniert und unnachgiebig deine Ziele zu verfolgen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und glaube an deine Fähigkeit, alle Hindernisse zu überwinden. Heute leiten dich die Energien des Wagens dazu an, die Zügel deines Lebens in die Hand zu nehmen und deine Willenskraft durchzusetzen. Triff proaktiv Entscheidungen, gehe kalkulierte Risiken ein und bewahre inmitten des Chaos ein Gefühl der inneren Balance. Finde Stärke inmitten der Ungewissheit und gehe weiter voran. Denke daran, dass die Karyot-Karte für eine Reise des persönlichen Wachstums und der Transformation steht. Nimm die Herausforderungen, die sich dir stellen, als Chance zum Lernen und Wachsen an. Erlaube ihnen, deinen Charakter zu stärken und dich zu größeren Leistungen anzuspornen. Die drei der Kelche verkörpert die Kraft des Feierns, der Freundschaft und der harmonischen Energie, die entsteht, wenn gleichgesinnte Seelen zusammenkommen. Das Bild zeigt drei Personen, die oft als Freunde dargestellt werden, die ihre Becher zum Trinkspruch erheben, um gemeinsames Glück und Kameradschaft zu symbolisieren. Wenn die drei der Kelche in einer Lektüre auftaucht, steht sie für eine Zeit freudiger Verbindungen, Feiern und die Einladung, die harmonische Energie der Freundschaft zu nutzen. Heute ist ein Tag, an dem du mit deinen Lieben zusammenkommst, bleibende Erinnerungen schaffst und die Fülle der Segnungen des Lebens feierst. Die drei der Kelche lädt dich dazu ein, die Kraft freudiger Verbindungen und gemeinsamer Erfahrungen zu nutzen. Sie erinnert dich daran, dass du durch Lachen, Kameradschaft und aufbauende Interaktionen ein Gefühl der Zugehörigkeit, Unterstützung und des gemeinsamen Glücks schaffen kannst. Die Energie der drei der Kelche leitet dich heute dazu an, Freude und Harmonie in deinen Beziehungen zu suchen. Mach dir den Geist der Zusammenarbeit zu eigen, schätze die einzigartigen Qualitäten deiner Freunde und Liebsten und fördere ein Gefühl der Einheit und Unterstützung. Gemeinsam könnt ihr einen lebendigen Teppich aus gemeinsamen Erfahrungen und bleibenden Erinnerungen schaffen. Denke daran, dass die drei der Kelche für eine Zeit des Feierns, der Freundschaft und der harmonischen Energie freudiger Verbindungen steht. Mach dir diese aufbauende Energie zu eigen, denn du weißt, dass du tiefes Glück, Liebe und ein Gefühl der Zugehörigkeit erfahren kannst, wenn du dich mit deinen Lieben versammelst, die Freuden des Lebens feierst und bedeutungsvolle Freundschaften pflegst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!